Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar gibt es heute wieder ein Figuren-Unboxing. Ich sag mal so, ein Weihnachtsfiguren-Haul von mir an mich. Und sie ist eigentlich schuld. Weil sie mir wieder Animes gezeigt hat, die ich jetzt wieder richtig feier und dann... Oh, ich kann nichts erheben. Jedenfalls habe ich ordentlich geshoppt auf diversen Plattformen, darunter eBay, Tsukipan und Nippon For You. Und habe mir diverse Figuren von Haikyuu gekauft. Wir sind ja immer so spät zusammen, ne? Ja. Aber wenigstens müssen wir jetzt nicht so lange auf die vierte Staffel warten. Richtig. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Genau. Ein Nachteil ist natürlich, die meisten Figuren sind dann immer schon weg. Ja. Ich habe sie trotzdem günstig geschossen. Ich würde sagen, wir quatschen jetzt auch nicht lang. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich vorher gekauft habe. Und dann packen wir es aus. So, hier oben. Ich fange mal hier oben an. Die zeige ich nämlich erstmal nur. Und zwar habe ich hier die beiden Nendos von Hinata und Kageyama. Die habe ich bei Tsukipan.com gekauft. Das ist auch mein erster Kauf da. Und ja, das sind die beiden Nendos in der Jersey-Version, also die B-Variante. Weil die anderen gibt es auch nicht mehr. Aber ich finde die auch niedlich. Und ich dachte, wenn sich jetzt noch einer Nendos im Sportdress quasi kauft, dann darfst du das. Weil ich jetzt die anderen auch schon in Sportdress habe. Naja, jedenfalls, zu denen mache ich dann ein extra Video. Aber niedlich sind sie beide. Ja. Ich frage mich, ob die anderen dann auch noch an Jersey World. Das frage ich mich auch, weil das ist irgendwie ein bisschen eine lustige Konstellation, was da jetzt in Schul- bzw. Casual-Version rausgekommen ist. So, dann habe ich auf eBay einen ziemlich guten Schnapper gemacht. Und zwar war da eine Verkäuferin, die hatte 4, 5 Jungs. Alle gebraucht natürlich und ohne Originalverpackung. Also ich meine, wenn ich die Wahl hätte, würde ich natürlich immer lieber mit Verpackung nehmen. Aber ganz ehrlich, wenn ich die für einen super günstigen Preis auf einer Messe unverpackt gesehen hätte, hätte ich sie auch gekauft. Und ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, pro Figur 16 Euro, 17 Euro maximal bezahlt. Und ja, ich würde sagen, ich packe einfach mal aus hier. Cool, und guck mal, hier ist noch so ein... IQ-Armband mit drin. Das ist einfach so. Das war nämlich, das habe ich nicht gekauft. Das war, hat sie mit reingelegt. Voll nett. Geil. Das schenke ich. Danke. Mach's gleich. Ich würde sagen, du hilfst mir jetzt mal hier beim Auspacken. Ja. Ich weiß jetzt nämlich nicht, wer es ist. Das sieht hier drin nämlich jetzt so aus. Wie gesagt, die sind alle ohne Originalverpackung. Stört mich jetzt in dem Fall aber. Genau. Nicht. So, ich greife mal hier rein. Mal gucken, wenn ich da. Ich nehme einfach mal hier so. Ganz leicht. Ah, ich hab gleich Zucki. Ich hab ja mal Gucci. Passt ja gut dazu. Die Asche auf einmal. Vielen Dank für den Kauf, steht hier übrigens noch. Vielen Dank für den Verkauf. Okay, hier ist Case Base. Ich brauche die von Yamaguchi. Da. Die sehen gut aus. Das sind diese Pampresso DX. DXF-Figuren. Ich fühle mich ja immer ein bisschen schlecht, ne? Wenn du drehst mir Animes an, die noch richtig geil sind. Ja. Und dann kaufe ich alle Figuren, weil ich es kann. Wenn du noch nicht arbeitest, kannst du dir das nicht kaufen. Und dann fühle ich mich. Aber ich freue mich ja auch immer, wenn du eine Figur drauf hast. Freust du dich nicht auch für mich, wenn ich eine Figur habe? Ja, natürlich! Die sind ja dann immer für mich im Besitz. Genau. Hast du diese warmen Figuren, die kann man dann ja auch so zusammenstellen. Ich muss sagen, ich finde tatsächlich die Bases ein bisschen zu groß für die Größe der Figuren. Die hätte man ein bisschen schmaler machen können. Die sind so etwa so groß wie Figmas, würde ich jetzt mal. Die Scales, Figuren. Also die, ja, die Figuren. Würde ich auch sagen. Ach, die sehen schon echt niedlich aus. Oh Gott, schmeiß es bloß nicht runter. Das wäre ja eigentlich deine Aufgabe. Hier habe ich auf Yamaguchi gespuckt. Na toll! Juli. Ich muss dir sagen, ich finde, jetzt mit Zentrum gesprochen sieht der mal niedlich aus. Wen möchtest du, links oder rechts? Ene mene mo, fangen sie immer auf dem Floß von der Hand verlassen los. Meine Mutter sagt, will immer nur den Allerbesten aus und du bist raus. Noja. Wen könnte ich denn nur haben? Vielleicht. Ich hab schon wieder vergessen. Tada! Ich hab die reine Figuren, die sie gekauft hat, vergessen. Ich meine, gerade bei Nishinoya. Die Base ist größer als er. Das ist so. Weil er so breitbeinig steht, braucht er ja auch eine breite Base. Bisschen staubig. Ja. Aber an sich Zustand noch top. Super gut noch. Die gehören auch irgendwie zusammen, ne? Waren die nicht irgendwie in Japan auf dem Set? Die beiden? Ich glaube ja. Es kann sein, es sind, glaube ich, mehrere so Sets erschienen, ne? Karton ist leer, aber wir haben noch einen vor uns. So, dann habe ich hier noch von Nippon For You. Die sind auch immer auf der Animagic. Haben wir auf der Animagic auch schon öfter mal Figuren von gekauft. Weil die haben oft, wie gesagt, so unverpackte Figuren.
Genau, und dann halt echt günstig auch. Und halt auch oft Sachen, die man so an anderen Ständen halt nicht sieht. Nicht mehr sieht. Und wie gesagt, genau, günstig, super Qualität. Und genau, du hast durch Zufall gesehen, dass die auf Facebook auch noch Sachen genau, anbieten. Auf Instagram hatten die irgendwie geschrieben, ja, wir haben jetzt gerade Rabatt auf Facebook und dass auf Facebook halt noch Sachen sein sollen, die es auf der Website, auf dem Shop nicht gibt. Und dann sah ich halt, dass sie da die Haikyuu-Figuren haben und da sie noch am Tag vorher so geguckt haben und du so meintest, ah, will ich auch noch haben, wie ich das dann geschickt und dann meintest sie so, ja, Hinata fehlt mir ja noch. Ich so, hä? Die hat die anderen noch mal gar nicht. Und dann schickten sie mir ein Foto, wo sie ganz leider gekauft hat. Genau, der hatte noch, Nishinoya, Tsukishima, Yamaguchi und Oikawa. Oh, Oikawa will ich nicht haben. Ich finde nur die Karasuno. Und Kuro, den würde ich auch noch nehmen. So, hier ist noch ein kleines Geschenk drin. 20 ist irgendwas. 20. Weiß nicht irgendwie, was das ist? Ich weiß nicht, was das ist. Ich dachte, irgendwie ein bisschen aus wie Yokai Watch oder so ein Kram. Aber es ist ja noch nicht 20 Jahre alt, oder? So sieht das Ding aus. Keine Ahnung, was das ist. Aber als kleines Geschenk. Süß. Also kann den Shop echt empfehlen. Ich habe dann irgendwie abends, müssen wir sich mal vorstellen, ja? Abends um 10 oder so habe ich dann auf Facebook einfach noch geschrieben so. Hab natürlich nicht gerechnet damit, dass dann jetzt noch um die Uhrzeit noch geantwortet wurde. Und innerhalb von 10 Minuten war so, ja, check ich morgen raus. Und hatte dann am nächsten Tag auch direkt Sendungsnummer alles. Und crazy. Das ging so schnell. War richtig happy. Oh, Fernsehzeitung. So was gibt's noch? Da ist er. Hinata. Komm. Ups. Du musst mich nicht gegen den Kopf aufreißen. So sieht Hinata aus. Bei Hinata ist hier an der Hose ein bisschen die Farbe ab. Ich bin froh, dass ich ihn habe. Zum Glück haben die den dann auch. Den mag ich auch mit am liebsten irgendwie. Normalerweise wäre es eigentlich nicht so ein Charakter, den ich mögen würde, glaube ich. Aber er macht immer so lustige Geräusche. Ich mag auch alle. Also ich habe fast eine Volleyballmannschaft zusammen. Einer fehlt noch. Wie gesagt, ein Suga kommt eigentlich noch an. Ich dachte, der kommt, aber hat dann nicht geschafft. Ja. Aber ich finde die Figuren echt cool, ja. Echt süß. Also für den Preis sehen die echt gut aus. Ich meine, original kosten die, glaube ich, 30, haben 30 gekostet. Ja, geht immer noch voll klar. Hätte ich sie auch für 30 gekauft. So. Ja. Ich finde, sie sind relativ klein schon. Ja, das muss man schon sagen. Also vielleicht so Beach Queen oder Figma größer, hattest du ja auch schon gesagt. Aber also so 1,10, 1,11 Scale, sowas. Wie gesagt, dafür, wie sie aussehen, finde ich sie echt cool. Ich glaube, auch zum Neupreis könnte man sich die gut kaufen. Definitiv, wenn man sie dann überhaupt noch zum Neupreis findet. Naja, mal sehen. Also die anderen müssen ja bei mir jetzt auch noch einziehen. Ja, da, aber manche sind ein bisschen schwierig zu finden, ne? So der Asahi und Kuro und so. Aber das kriegen wir schon hin. Also ich möchte auf jeden Fall die Karasuno-Jungs möchte ich zusammen haben. Ja. Aber Kuro würde ich auch noch nehmen. Ich mag den. Ja. Das war es erstmal zu dem Video. Wie gesagt, die anderen beiden Nendos, die packen wir gleich aus. Packen wir dann auch separat nochmal aus. Schreibt doch mal rein, was so euer Anime-Glücksfund war, den ihr nach dem Hype eigentlich schon wieder vorbei war, entdeckt habt. Wir sind ja immer so spät zu nennen. Ja, wir gucken dann nochmal alles so 10 Jahre danach. Und dann. Aber wir sind wir jetzt doch für die 4. Staffel dann. Ja, ich freue mich so. Ich auch. Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin. Ciao.